Jo Leute, was geht? Zu einem weiteren Video von mir und heute zeige ich euch mal, wie ihr in Michaels Haus im Online-Modus reinkommen könnt. Dieser Glitch ist einfach nur so easy, Leute. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Helikopter und natürlich Marlin Madrazo auf eurem Handy. Ja, ganz einfach, wenn ihr braucht einen Job von dem. Jetzt habe ich keinen Job von dem, ganz einfach, wenn das bei euch auch nicht ist. Ihr geht einfach auf Kontakte und ruft Martin an. Martin Madrazo. Also das steht einfach nur Martin. So. Job anfordern. Tun wir jetzt. So. Jetzt wird er. Da ist auch schon der Job. Neuer Gegnermodus. So. Und ganz wichtig ist, ihr müsst euch hier auf das Kreuz stellen, auf dem Dach. Ich zeige jetzt nochmal Michaels Haus auf der Karte. Ihr müsst genau in der Mitte stehen. So. Ja, so. Jetzt zeige ich euch Michaels Haus auf der Karte. Befindet sich hier, aber ich denke, die meisten von euch müssten das eigentlich schon wissen. So. So. Und jetzt müsst ihr einfach auf euer Handy gehen. Und natürlich den Job. Ach, jetzt habe ich zwei. Wir nehmen jetzt einfach mal den obersten an. Den nehmen wir an. So, und gehen dann in den Job rein. Wird heruntergeladen, steht da unten. So. Wir sind jetzt im Job drin. Und jetzt gehen wir einfach wieder raus auf dem Menü. Und wenn wir Glück haben, sind wir drin. Und wir haben es geschafft. Ja, wir sind jetzt im Haus drin. Und der spawnt auch meistens in Michaels, wie heißt es? Schlafzimmer. Und natürlich könnt ihr, ist alles frei zugänglich. Ihr könnt euch hier alles angucken. Das Zimmer von der Tochter. Wir machen das jetzt eben auch mal schnell. Wir gucken uns das alles mal an. Da geht es ja eh nicht durch die Tür. Hier geht es auch sowieso nicht rein. Also... hier ist Bennys Zimmer. Jimmys Zimmer. Bennys. Jimmys. So, hier steht auch schon die PS4. Oder die Xbox. Ja klar. Hier ist die Gitarre. Oh, das macht hier sogar Geräusche. Und da unten ist noch eine Pizza. Hier ist ein Bong. Und ja, dann gehen wir gleich mal weiter. Was ich cool finde, ist, dass die Tür extra so ein bisschen aufgeht. Manchmal. Na gut, jetzt nicht. So, hier ist dann halt das Badezimmer. Ja gut. Regnet's. Nee. So, eine ganz tolle Toilette hat Michael. Holz. So, ein ganz tolles Badezimmer. So, und dann gehen wir mal weiter. Aus dem Schlafzimmer sind wir gekommen. Also ihr müsstet, wenn alles gut gegangen ist, spawnt ihr eigentlich zu 100% oder eigentlich spawnt ihr immer hier. Hier, immer an dieser Blume. So, und hier ist halt das Umkleidezimmer noch. Und hier wäre eigentlich eine Tür zu Jimmy, aber da kann man sowieso nicht durch. So, ja, das wäre halt dann diese Tür. Ich kann es ja nochmal schnell zeigen. Das wäre halt dieser Durchgang hier. Also wundert euch nicht, wo die Tür hingeht. Das ist keine Ahnung, irgendwie so ein Durchgangszimmer, was die zugeschlossen hat. So, jetzt gehen wir mal runter. Und hier ist natürlich die Küche. Sieht auch sehr schön aus. Die Küche gefällt mir sehr gut von Michael. Also so eine Küche bräuchten wir auch im Online-Modus. Das ist wirklich eine sehr schöne und hübsche Küche. Auch das Waschbecken gefällt mir sehr gut mit dem Wasserhahn. Ja, hier ist halt noch so eine Tafel, was noch fehlt zu essen. Hier ist der Tisch, das kennt aber eigentlich, müsste eigentlich jeder von euch kennen. Kann man hier Whisky trinken? Man nee. Hier hängt halt so ein Bild. Und ja, der Tisch, den kennen wir alle. Und das Wohnzimmer. Was ich cool finde, ist am Wohnzimmer, ihr könnt den Ball auch kaputt schießen, also... Könnt ihr auch reingehen. Oh, ihr könnt hier sogar. Ha, die Kerze. Ach, die ist ja wie so ein Flummi. Jetzt ist weg. Ja, ist eigentlich ein ganz schönes Haus. Und... sind hier überall so viele Trophäen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Könnt ihr aufs Herz schießen. Da. Ja gut, also falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Über eine positive Bewertung würde ich mich natürlich immer freuen und ja, teilt das Video, falls noch mehrere Leute hier rein wollen. Ist zwar jetzt nicht so besonders, ihr kennt das ja alles schon aus der Story, aber hier kann man auch mit Freunden gut drin chillen. Und solange der Glitch noch so einfach ist, ich denke, ich werde jetzt auch in Zukunft noch mehrere Glitches rausbringen, wie er in Franklins Haus kommt und lässt das Lagerhaus.
Werden wir mal gucken, ob die jetzt anschließend kommen. Ich habe ja jetzt Ferien momentan und ich denke, heute Abend kommt auch wieder ein Livestream. Und ja, ich denke, ich werde jetzt öfter mal so eine kleinen Glitches machen, wie ihr in ein Story-Gebäude reinkommt. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Ciao, Leute.